Eine ordentliche Summe. Wir finden den Sohn des Geists. Wirklich? Seine Bitte ist keine Ablenkung? Er kennt dessen Schicksal nicht. Verstehe. Also gut. Lungen? Nein, das ist Blödsinn. Was? Brocks verdammtes Rätsel. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Dieser blaue Trottel darf mich nicht schlagen. Wenn du dich so aufregst, hat er das schon. Eine Runentafel. Unvollständig. Aber du könntest sie mit deinem Meißel fertigstellen. Jetzt muss ich das Wort nur sagen. Megin. Geschafft. Das Tor senkt sich.
Noch ein Berserker-Grabstein. Vater, ich habe was. Sprich, Geist. Ist das? Vater, ich kann dich nicht sehen. Ich war nicht schnell genug. Es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe. Dein Vater ist tot. Was? Wie? Er wollte den anderen Schatz alleine suchen, um dich keiner Gefahr auszusetzen. Es scheint in eurem Bemühen, euch gegenseitig zu schützen, seid ihr jeder für sich auf eine dieser Inseln gekommen und... Ich war so ein Narr. Aber danke, dass ihr es mir gesagt habt. Vielleicht können wir uns jetzt wiedersehen. Wie furchtbar. Beim Versuch, einander zu verschonen. Beide um. Daraus kann man was lernen. Und jetzt? Wir bergen den Schatz und dann zurück zum Vater. Wozu? Um das Werk der beiden zu beenden. In dem Wasserrad kommt kein Wasser. Wieder zum Rabenbaum gehen. Go! Verstehe. Der Geysir unter dem Wasserrad ist verstopft. Insel scheint irgendetwas zu sein. Vielleicht der Schatz, von dem der Geist sprach. Geschafft, Meister Kratos! Eine fantastische Leistung! Wenn du so weitermachst, wirst du in kürzester Zeit zum Experten. War das herablassend gemeint oder einfach erbärmlich? Beides. Wir könnten den Aufzug benutzen, aber nicht, wenn er da oben ist.
Aber das muss auch so bleiben. Zahnrad, siehst du, mit dem Tor verbunden. Wir müssen diese Steine loswerden. Bruder, das kleine Mist, die explodiert gleich! Yeah.
Ein schönes Lager. Deshalb war es unseren verlorenen Schatzsuchern so wichtig. Vielleicht sollten wir dem Vater sagen, was mit seinem Sohn ist. Diese Bergbautürme, sie schleudern Dreck in die Luft. Die Dame der Schmiede zu treffen, hat einige Erinnerungen geweckt. Ich dachte, solche Dinge gäbe es nur in meinem Heimatland. Waffenschmied, Meerjungfrauen? Ja, ich erinnere mich gut an eine Seenymphe namens Nimue. Sehr talentiert mit einem Schwert. Nimue. Das meinte ich wörtlich. Schäm dich. Sie machte die besten Schwerter der Insel und hatte große Träume, was sie eines Tages damit tun würde. Was wohl aus ihr geworden? Das Rätsel ist die Antwort vielleicht nichts. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Nichts. Nein, ich glaube nicht. Ich mag keine Rätsel.
Diese Position sieht gut aus. Diese Fässer. Ich rieche Brennstoff. Ich wette, ein Funke von deinen Messern würde einen ziemlichen Knall auslösen. Der Boden hier ist instabil. Mit einem Sturz aus großer Höhe könnten wir ihn zerbrechen. Was ist das? Also Mimir, eine ganze Welt hasst dich wegen eines einzigen Fehlers. Und das zu Recht. Ich sage nicht das Gegenteil. Ich bin nur... Naja, ich weiß, wie das ist.
Ich glaube, da kommen wir so nicht dran. Die Position des Gerüsts sollte jetzt passen. Diese Ausrüstung ist robuster, als ich dachte. Oh!
Deine Taten scheinen dich langsam einzuholen, Mimir. Klügster, lebender Betrüger. Für die Schmiede von Svartalfheim war die Herstellung einer Waffe eine heilige Sache. Aber Odin wollte nur so viele Klingen, wie er kriegen konnte, und zwar so schnell wie möglich. Mit jeder gestohlenen Ressource und mittelmäßigen Klinge verloren die Zwerge ein Stück von sich selbst. Die Zwerge haben wegen dir überlebt. Da hast du nicht ganz Unrecht. Odin hätte jeden einzelnen Zwerg in Svartalfheim ausgelöscht. Wenn er ihre Fähigkeiten nicht nutzen konnte, sollte es niemand. Eindrucksvolle Akrobatik. Hm.
Also, du magst keine Rätsel, was? Nein. Ach, du hast einfach noch keine guten gehört. Hier, jung bin ich groß, alt bin ich klein. Was bin ich? Eine Kerze. Ja, das kanntest du schon? Nein. Oh, na, gefällt es dir? Nein. Erzähl weiter, was du über das Orakel in deiner Heimat sagen wolltest. Sie hatte Visionen, dass der Kriegsgott den Olymp zu Fall bringt? Ja, sie glaubte, Ares wäre gemeint. Darum half sie mir gegen ihn. Sie sah nicht voraus, dass ich ihn töten und seinen Platz einnehmen würde. Letztendlich habe ich ihre Untergangsvision bewahrheitet. Also hat das Orakel genau die Zukunft herbeigeführt, die es verhindern wollte. Damit sind wir wohl in guter Gesellschaft. Irgendwo da draußen gibt es ein Rätsel, das dir gefällt. Und ich werde es finden. Lass es. Einmal gesprochen, sofort gebrochen. Was bin ich? Ruhe. Richtig! Ich meinte damit nicht das Rätsel. Ah. Was genau haben wir vor, Mimir? Einen Fehler beheben. Steck einfach den Schlüssel in das Schloss. Könntest du die Trommel einmal schön laut schlagen? Freya, Lust auf ein Rätsel? Lust auf einen Stiefel am Kopf? Rätsel gelöst.
Habt ihr den Speer gefertigt? Warte, nein. Brock muss mir erzählen, was passiert ist. Ich werde einfach so tun, als wäre ich nie hier gewesen. Und für die Walkürenkönigin? Ist das in Ordnung? Bitte sag ja. Was darf sein? Soll's was Bestimmtes sein? Wie immer stehe ich dir stets zu Diensten. Was ist das? Ein Lyngbackel. Ich habe ihn gefangen. Vor vielen Jahren. Für Odin? Ja. Ich dachte, es wäre eine fantasievolle und imposante Art, seine Gunst zu erlangen. Wirkte es? Allerdings. Diese Kreatur, du hast sie versklavt. Ja. Hat der Allvater das befohlen? Nein. Das war meine geniale Idee. Ich bin überrascht. Dabei legt Odin doch so gerne Unschuldige in Ketten. Der Ironie bin ich mir bewusst. Raut! Ja, die Flossen haben wir auch angekettet. Würdest du... Ganz ruhig, ganz ruhig. Zumindest ist die Kreatur noch am Leben. Sicher hat sie sich in vielen Wintern gewünscht, das wäre anders. Aber wir befreien sie und dann... Dann sehnt sie immer noch den Tod herbei. Jetzt die andere Flosse. Vielleicht erreichen wir sie hinter den zusammengestürzten Trümmern.